Moinsen, seid grüßt, herzlich willkommen, liebe Leute. Neue Runde, LS22, nordfriesischer Marsch. Lasst das Geld regnen. Wir haben eine super gute Ladung Produkte, würde ich behaupten. Die Millionenmarke könnte in Reichweite geraten und damit auch der neue XXL-Kuhstall, oder eher gesagt der Standard-Kuhstall mit XXL, also den ich hier habe, ne? Mit XXL-Wiese, im Rinderhof. Und wenn wir das genug Geld haben, werden wir es natürlich dann auch kaufen. Dann auch gerne versorgen, damit die Tiere, ja, ne, die brauchen natürlich dann, klar, brauchen Futter, wir brauchen Silage da, wir brauchen Heu da, wir brauchen Stroh. Aber all das kriegen wir aus der Ballenhalle am Hof, glaube ich, noch raus. Also könnten das in einem Rutsch beliefern. Müssen dann nochmal Mineralfutter einkaufen. Wir können aber noch mehr Produkte verkaufen. Das hier ist jetzt nur, was wir aus dem Zentraler rausgeholt haben. Können auch zum Baumarkt noch wieder eine Verkaufstour zusammenkriegen. Aber das hier waren so große Positionen mit groß viel Einnahmen. Also ich glaube, damit schaffen wir das schon. Vielleicht geben wir gleich erstmal unseren halbautomatischen Helfern, die aktuell immer nur einmal fahren, und gucken, was da so passiert, ne? Aber erstmal gucken wir, was jetzt hier mit unserem Konto passiert. Die Hefe war auch nicht mehr gut. Zack, 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 zack. Tatsächlich 1.700.000 circa. 1,5 Millionen. Das sollte für das Vorhaben schon reichen. Und da liegt noch eine Palette rum, ne? Das dürfte reichen. Aber nur knapp. Es wird dann wieder Probleme geben. Tageswechsel, Stundenfinanzierung und so weiter und so fort. Wir müssen uns auf jeden Fall noch eine weitere große Position holen, die wir verkaufen wollen. Milch, was haben wir hier? Quark und Scholle. Für Quark, da müssen wir die Molkereiprodukte nochmal abholen. Da könnten wir damit auch nochmal ein paar hunderttausend fertig kriegen. Stadion wird sich über ein bisschen Schafsfleisch und Wurst freuen. Hier leider nicht. Aber Gerstenflaschenbier, ne? Wenn wir hier, guck mal, die beiden, aber 3, 1, 2, 3, 4, 500.000, 600.000. Ja, also, wir fahren dann noch mal ein bisschen durch die Gegend und sammeln noch ein bisschen was ein. Brauerei, Paletten. So. Ich habe ja mit reingenommen. Ich weiß noch nicht genau, wie gut geeignet und ob es daran liegt oder auch nicht. Auch auf Empfehlung hin, den hier, ne? Der, glaube ich, kann Autoload. Den gibt es aber auch noch mit Wechselbrücke. Ja, kann man den Standard Autoload eine Lage, Autoload zwei Lagen. Ich weiß nicht, kann man die Plane bei dem Öffnen an den Seiten später? Kann man auch reingucken, oder? Dann so einen könnte ich echt gut haben für Palettentransporte, ne? Für nicht ganz so riesige Palettentransporte. Motor noch geben. Guck mal, der kostet da 150.000. Das haben wir nach einer Palettentour, haben wir das schon wieder drin. Und wir könnten jetzt gleichzeitig mehrere Stationen anfahren in Zukunft. Und zur Not, glaube ich, hat er auch noch eine Anhängerkopplung, vielleicht für einen Anhänger mit Autoload. Das ist der Schmutzfänger.
muss das Gestell ändern, dann kommt die Wechselbrücke. Ja, ich brauche die Wechselbrücke ja wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das ist der andere LKW, oder? Das ist der hier, glaube ich, den du meinst. Das ist der für Wechselbrücke, ne? Aus 137. Und dann gibt es diese Wechselbrücken. Und das wäre der gleiche, oder? Das ist komplett der gleiche, ja, ne? Und den gibt es halt auch noch mit anderen Varianten. Mit dem offenen Autoloader. Oder mit dem Flüssigkeitenfass mit 24.000 Liter. Wäre halt auch für Flüssigkeiten, Wassertransport und so geeignet. Gut, ne? Von den Anhängerkapazitäten hilft uns das nicht weiter mit solchen Containern. Damit würde ich auch nicht arbeiten und die an den Feldrand stellen und sie befüllen und wieder abzuholen. Das sehe ich eher nicht so. Aber diese Kombination, wo ich schon wieder in Fahrzeuge investieren? Eigentlich erstmal nicht. Aber ihr seht, ich habe es mal mit reingenommen. Wahrscheinlich werde ich es auch bald im Einsatz haben. Damit wir halt in Zukunft mit zwei Autoload-Anhängern gut arbeiten können, die dann irgendwie Produkte holen und zum Zentrallager fahren und man dann auch wieder gezielte Verkaufstouren starten kann. Das ist, glaube ich, deutlich praktischer, wenn wir da zwei haben. Dann muss nicht jeder unbedingt hier so wie der 78 Paletten laden können, das ist ja nicht unbedingt nötig. Aber wenn er zumindest die Hälfte oder so laden kann, wäre das ja schon definitiv gut und für einige Produktionsstätten dann ja auch ausreichend, ne? Schön an der Wand. Ich meine, bisher hatte ich den eigentlich auch mit Autoload irgendwas blockiert, ne? Hatte ich den nicht vor mit Autoload auf R? Seit wann ist der Autoload mit B bei dem hier? Verstehe ich nicht. Warum will er den nicht? Mag er den nicht? Verbeult? Was? Oder ist alles weg? Gersteflaschen wir noch. Na, die stellen wir dann einfach so rauf, ne? Passt schon. Ach, hä? Das ist ja auch praktisch gemacht. Ein Autopack von Hot Nice, die holen Paletten aus der Produktion raus, ohne dass sie spawnen müssen. Also kannst du drin, bleibst drinnen sitzen, nicht mal rausholen, das ist wahrscheinlich das ähnliche Prinzip. Irgendwie müssen sie ja rauskommen und dann auf dem Anhänger gepackt werden. Aber gut zu wissen. So, wir fahren jetzt hier oben noch an der Molkerei vorbei, holen uns die Molkereiprodukte raus und wahrscheinlich haben wir dann auch ein bisschen Platz übrig, vielleicht für die Fleischprodukte. Und dann, wenn wir alles wieder am Lager haben, haben wir das nötige Kleingeld, um auch schon dann genug Tiere einkaufen zu können, auch ohne finanzielle Probleme in den Februar starten zu können. Im Februar möchte ich dann nach Möglichkeit das Dinkelfeld kaufen. Da müssen wir natürlich auch noch wieder viel Geld dann verdienen. Also die große XXL BGA, die wird wahrscheinlich noch nichts werden. Macht aber auch nichts. Wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir auch erstmal unseren
Ist ja blöd, von hier ranzufahren. Guckt man ja nie rum. Lass mal unseren Güllevorrat wieder. Ah, nee, das ist ja total. Kannst auch hier nicht fahren. Da muss man schon gerne von der Straße auskommen, ansonsten ist es hoffnungslos, würde ich behaupten. So, Vollmilch nehmen wir mit. 12 Paletten. Sahne nehmen wir mit. 10 Paletten. Quark nehmen wir mit. 12 Paletten. Und Butter nehmen wir mit. 12 Paletten. Also kriegen wir gar kein Fleisch mehr rauf, ne? Joghurt auch noch. 10 Paletten. Dann steht hier schon ein bisschen was, weil halt Bier nicht ordentlich aufgeladen hatte vorhin, ne? Oder ich halt so eine halb angebrochene Palette mit hab. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir noch einmal fresh aufladen. Guck mal, sieht besser aus. Jetzt kriegen wir alles mit. Aber Fleisch wird nichts mehr. Fleisch und Wurst. Muss erstmal da bleiben. Hier haben wir jetzt Flüssigkeiten und Kühlprodukte. Ich habe das Freundschaftsspiel zumindest in der Wiederholung dann gesehen, ja. War ja nichts Tolles, ne? Generell Testspiele ist bei Dortmund ja auch immer schwierig. Man merkt, die sind halt einfach nicht dann richtig motiviert. Man muss ja auch sagen, in solchen Fußballklassen, das ist ja, sind ja nicht Klassenunterschied. Ich finde dann immer diese Livestreams ganz lustig, die sagen, oh, Bayern hat aber Testspiel 27:0 gewonnen und Dortmund gümmelt hier rum und führt nur 2-1 oder steht nur 1-0 oder die anderen führen gerade 1-0 oder was auch immer. Dabei haben sie dann vergessen, dass Bayern praktisch gegen eine Kreisligamannschaft gespielt hat. Also, ne, zum Beispiel, das ist, glaube ich, die 9. Liga dann so von der, ne, erst kommt Kreis, dann kommt irgendwann und so weiter, Bezirk und Land und hast du nicht gesehen und dann Regional-Oberliga und so weiter und so fort, ne. Also eine Mannschaft aus der 9. Liga hat Bayern gespielt, praktisch gegen uns, ne. Sind so, wenn ihr jetzt hier beim Fußballverein mitspielt, dann, ne, wird man abgeledert. Und Dortmund hat immerhin gegen Regionalligisten oder sowas gespielt und... Das ist natürlich dann schon ein bisschen anderes Niveau als Kreisklasse, ne? Aber das sind dann auch wirklich Blimsen, die da, also teilweise diesen Chat, wenn man so diese Fußball-Live-Übertragung ansieht, den Chat, das kannst du, also, das ist echt krass, wie viel Dummheit da so ist. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, da mögen auch viele kleine Kinder dabei sein, die halt noch nicht so, einfach noch nicht so klug sein können, was ja auch völlig normal ist. Aber wenn das denn, wenn man so denkt, oh, das könnten auch ältere Leute sein, oder so Mittelalter oder, also Mittelalter, genau, Mittelalter-Leute, ne, Medieval Dynasty, dienstagsabends. Denkst du auch, Mann, Mann, Mann. Was ein Niveau. Das stimmt, Sadlock. Wirkt das denn, dass sie sich so gegen ModClaw schützen? Also gibt es die Mods tatsächlich noch nicht auf ModClaw-Seiten? Weiß nicht, ob das hilft.
Ich kann Karin aber auch verstehen. Mir geht es ja genauso. Ich habe schon ungefähr 50 Zugänge. Ich meine, gut, da können wir auch sagen, gut, dann wäre der 51. Zugang auch egal. Aber ich bin bei tausenden Seiten angemeldet. Es ist unglaublich, was man mittlerweile alles an Seitenzugängen hat und so weiter und so fort. Da habe ich gerade schon gesagt, in Abseits so einer mehr oder weniger ist es dann auch fast egal, aber nur um da einen Mod runterzuladen, finde ich es auch ein bisschen blöd, dass man sich dann da extra einen Account für anlegen muss. Gut, wenn es denn hilft und der Mod es tatsächlich noch nicht auf eine Modbauseite geschafft hat, dann ist es auf jeden Fall positiv. Wenn aber auch auf der Modclaw-Seite zu finden ist, dann ist es witzlos, ne? Bin ich froh, dass ich mit Fußball nichts am Hut habe, Werni? Ja, na, das ist so. So. Ja, sollen wir jetzt trotzdem noch Fleischprodukte holen oder wir verkaufen noch eine Tour? Wir verkaufen noch eine Tour, ne? Fleischklamotten. Wir könnten auch da noch ein bisschen was abholen. Aber wir hatten ja jetzt noch das Überwiegende, was so grün war, hier im Lager. Wir müssen ja unseren Bestand mal ein bisschen runterfahren, ne? Aber dafür wird es echt schon Sinn machen, wenn man jetzt noch den zweiten Palettenauto hat, der jetzt dann zum Beispiel gerade die letzten Oliven liefert oder was auch immer, ne? Auch parallel. Ich meine, klar, wir müssen das auch regeln. Aber dass das hier, das hat also nichts gebracht, ne? Bring doch mal ein bisschen mehr Hackschnitzel. Da kann doch hier noch, 700.000 Liter Hackschnitzel vertragen. Und er hat auch keinen Bock, ne? Muss ein Mod-Konflikt sein. Aber beim letzten Mal ging noch alles und eine Warning habe ich keine in der Log und eine Error meistens auch nicht. Na gut, ne? Das Horsch-Pack, ne? Horsch-Pack ist theoretisch im Hintergrund noch aktiv. Wobei es noch nicht gepatcht ist. Ansonsten habe ich auch keinen Error drin. Ja, weiß man nicht. Vielleicht geht es nächstes Wochenende wieder. Wir heute müssen uns so behelfen, dass wir ab und an mal die dann wieder selber losschicken müssen. Dann so. Man muss auch nicht jeden Mod benutzen, das ist auch komplett richtig. So. Und das ist ja auch einfach nur eine Meinung. Und wenn man die Meinung hat, dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? Braucht man ja auch nicht gegen an wieder. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn man die Meinung hat, dass man sich da nicht anmelden möchte, wenn man den Mod macht, dann hat man den halt nicht. Und wenn das nicht stört, dann stört er das nicht. Da brauchen jetzt auch keine sinnlosen Diskussionen wieder draus entstehen. So. Weizenbier, Gersteflaschenbier. Damit fangen wir mal an, ne? Dann fangen wir auch bei den Getränken an. Gersteflaschenbier, habe ich gesagt. Und Weizenbier. Weizenbier sinnigerweise in die andere Richtung, ist ja nach Buchstaben sortiert hier im Menü. Bier geht eigentlich auch noch und ist gerade steigend, nehmen wir auch mit. Wir wollen ja jetzt Geld verdienen und wir wollen auch mal ein bisschen was loswerden an unserem Bestand. Es kann auch nicht sein, dass wir da irgendwie 10 Millionen Bestand haben und das Geld eigentlich viel besser so brauchen könnten. So, die sind alle weg. Dann wäre als nächstes Sahne und Scholle. Dann stehen wir hier. Für Scholle und für Sahne stehen wir hier. Moin Moin. Ja, die Sternchen dürft die Versionsnummer nicht komplett irgendwie nennen. Ne? Ihr müsst ein Leerzeichen da lassen, damit wir lesen können, welche Versionsnummer ihr meint. Nein, ich habe den Stall noch nicht platziert. Machen wir in der nächsten Folge. Ich sammle gerade noch Geld ein. So, Quark wäre auch noch gut. Quark.
Quark. Oh, passt ja gar nicht mehr. Mist. Schon voll. Naja. Ich schlage es. Ja, mit dem verdienen wir unsere nächste 500.000. Locker. Mein Fisch ist nicht so ganz wertvoll, ist klar. Aber eine Menge macht's. Und dann sind wir finanziell gut aufgestellt, dass wir den Rinderstall platzieren können. Land kaufen, Rinderstall platzieren. Und natürlich müssen wir trotzdem weiter unseren Bestand abbauen, damit wir mehr Geld verdienen. Mehr Geld auch haben, damit wir die Felder kaufen können. Bringt uns nichts da irgendwie, also mir bringt es noch nichts, da irgendwie 10 Millionen als totes Kapital rumzuliegen zu haben, wo wir irgendwie 7 Millionen Schulden haben und es noch so viele schöne Produktionen gibt. Oh Gott, falsche Verkaufsstation. Mist, die ich, sorry, Falschlieferung. Gibt ja trotzdem Geld, ne? So ist es ja nicht. Aber es waren mit Sicherheit ein paar verschenkte 10.000er jetzt. Ist ja nicht so, dass die Preise da komplett schlecht sind. Aber trotzdem, wenn wir den schon nutzen und gucken, wo es am meisten Geld gibt, sollten wir es vielleicht auch dahin fahren, wo es dann am meisten Geld gibt. Sorry. Mist, Mist. Vor allem hat man jetzt schon fast die Hälfte abgeladen, ne? Hier sollte das hin. Aber gut. Lohnt. So, also das waren doch insgesamt auch 700.000, die zusammen, und damit haben wir unseren Bestand jetzt in kurzer Zeit um 1,7 Millionen reduziert, hängen immer noch bei 11 Millionen. Was ist denn das? Wo kommt denn das ganze Geld her? Dann gut, die Getreidegeschichten, da sammelt sich natürlich alleine was zusammen. Mai und Juni sind Trauben und Oliven am besten. Stroh 3,3 Millionen, das ist auch ein ganz bisschen, ne? Methan ist gerade ein guter Preis am Bahnhof. Auch eine Ladung vom Verkaufen. Kleidung am Baumarkt wird aktuell gewünscht, okay. Aber es sind schon große Preisunterschiede, ne? Gerade so bei Kleidung. Da schwankt das, glaube ich, ziemlich stark in den Preisen. Also von den Tausendern, und dann macht das schon einen Unterschied, ne? Zwischen 9.400 und 8.000, also ein Tausender, 5.000 pro Palette. Das labert dann schon zusammen. Stoff zwischen 7 und 4,2 schwankt also noch mal stärker. Den kann man echt erst im April verkaufen, den Stoff. Butter, gut, ne? Dezember ist jetzt gerade Januar. Das ist also, Butter hat einen guten Preis, deswegen glaube ich, war es ja auch auf leicht grün, ne? Oder so langsam in den Bereich steigend im März. Jo, kann man lesen. So ist besser. Na, ja, USB sparen, Platte, Karton, Papier, Klopapier. Klopapier hätten wir auch mitnehmen können. Vollmilch. E-Ringe. Auch alles im Lager, ne? Und noch mehr, was wir im Lager hätten. Weizenflaschenbier. Melasse. Auch im Lager. Ja, Melasse könnte man aber auch gut als Booster wieder bei der Pelletsproduktion abgeben, ne? Ich meine, die war leer gelaufen.
Aber wird ja auf dem Weg liegen, so grob, ne? Ah, hier, unser Öl ist auch noch alles in der Ölmühle. Die haben wir noch relativ frisch. Honig. Auch viel im Zentrallager. Zuckerpreise, das schwankt auch nicht so übermäßig, ne? Höchstpreis 9,44, aktuell 890. Aber es ist hammer viel. Wir haben irgendwie fast 300.000 Liter Zucker in der Zuckerfabrik. Ja, also wir wissen so ein bisschen, unsere Bestände sind echt noch groß. Wir sollten wirklich mal straight eine Stunde einlegen, eine echte Stunde, um Produkte zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Alles, was irgendwie so im akzeptablen Bereich ist, weg damit, ne? Auf einmal hätte ich wahrscheinlich 5 Millionen und kommen wieder in ganz neue Bereiche. Stoff lasse ich hier drinne. Da eine Kleidung nehmen wir mal raus. Dann fahren wir erstmal rüber noch zum... Ich habe es nur mitgenommen, weil wir gerade hier sind. Heute zur Ölmühle. Und dann noch nebenan zum Schlachter. Das liegt ja alles schön nah beieinander hier. Wenn wir das alles nochmal leer sammeln und zum Lager fahren. Und dann machen wir in der nächsten Folge in Ruhe die Rinderbereich, ne? Ein bisschen Maisöl haben wir auch noch. Ja, dann haben wir noch nicht. Hanföl fehlt uns ja noch. Und Leinsaatöl auch. Wie bekomme ich diese Lagerübersicht? Das, was ich gerade eben genutzt habe, ist der zeitsparende Bestandsprüfungsmod. Auch verlinkt in der Modliste. Oh, mein Junge, 3 Jahren hat sich an meinen Platz geschlichen, als ich rauchen war. Hat er gemacht? Ach so, er hat diese Tasten gerührt. Ja, schöne Grüße. Ich werde meine Tochter auch. Die kann genauso gut schreiben. Alles gut. Alles gut. Da bist nicht mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. So. Dann holen wir das Fleisch. Die Nebenprodukte meinetwegen auch mit raus. Wurst. Die Wolle. Weiß ich nicht. Die Wolle jetzt unbedingt da haben möchte. Nicht wirklich, ne? Weiß nicht, die Nebenprodukte hatte ich die schon mal mitgenommen zum Lager, glaube ich. So, ein bisschen Schwein ist noch vorhanden, was noch geschlachtet werden kann, aber ansonsten, ja, ist überschaubar, ne? Die Hühner sind ja auch schon inaktiv. Also aktuell arbeitet nur noch die Schweinelinie. Ja, und zeittechnisch sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Heute ist, glaube ich, Tag der halben Stunden. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Reinschalten. Selbst im Winter haben wir gut zu tun, aber gerade im Winter sollte man, glaube ich, echt mal so ein großes Palettenproduktionsaufräumen machen, oder? Damit man die Kassen wieder für die nächste Saison füllt. Dann wir wissen in der nächsten Folge, wenn wir in der nächsten Folge den neuen Rinderstall platzieren, den Rinderhof kaufen, also das Stück Land, den Kuhstall da platzieren, Kühe einkaufen, Mineralfutter einkaufen, dann sieht das danach schon wieder gar nicht mehr ganz so cool aus mit unserem Kontostand. Und da ist wieder wie immer eine Momentaufnahme, Geld kommt, Geld geht.
Folgen kommen, Folgen gehen. Vielen Dank fürs Reinschalten, danke für euren Support. Bis zur nächsten Folge. Wobei, ich fahre noch... Das ist eh so viel, ne? Muss um 3 heilen. Ich habe einmal Öl mit, ich habe Klamotten mit und ich habe Kühlprodukte mit. Also müssen eh in 3 heilen fahren hier. Gar kein Trockenfleisch. Dann bleiben wir hier stehen, ne? Vielen Dank fürs Reinschalten, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.